Genau. Lebenserhaltungssysteme sind offline. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Das ist doof hier. Lebenserhaltung ist stabil. Das ist ein bisschen komplizierter als die anderen. Ich meine, klar, da vorne ist doch gleich das Ziel. Okay, die ist nicht aktiviert. Warum nicht? Ich muss wieder ein Leben aufzanken, das ist blöd. Der Ausfall der Lebenserhaltungssysteme steht kurz bevor, Pathfinder. Als ob das nicht schon stressig genug wäre mit dem Leben, ne? Jetzt muss ich auch noch rumrätseln, wie ich am besten da hochkomme. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Gleich wieder mit dem Lebenserhaltungssystem. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Oh, Sam, halt die Schnauze. Lebenserhaltung ist stabil. Lebenserhaltung ist stabil. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Daraus werde ich irgendwie nicht schlau. Wieso kann ich das hier umleiten von dem hier in das komische Ding, aber ich kann... Ne? Also irgendwie... Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Aber war das richtig? Nee. Was will ich eigentlich da oben? Da kann ich doch gar nicht hin. Was mache ich hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich könnte schon lange weiter. Ist auf die andere Seite. War ja nur diese Forschungsdaten, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich nehme es an. Was anderes sehe ich da jetzt nämlich nicht. Die andere Konsole, die letzte Konsole kann ich nämlich nicht aktivieren. Von dem her. Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Ich registriere einen erheblichen Temperaturunterschied. Ich
glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Nee. So. Diese Unterstützung wird eine Hilfe sein. Diese was? Keine Ahnung. Das könnte hässlich werden. Was ist das denn? Ja, das Problem ist, die Lebenserwartung mal wieder, ne? Die Lebenserhaltung ist im kritischen Bereich. Hier ist mal wieder fast am Arsch. Toll. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Toll. Kaum Schaden. Kein Schaden. Witzig. Auf die was? Du willst Flash. Die Lebenserhaltung hat ein kritisches Niveau erreicht. Bringen Sie sich bitte in Sicherheit. Fällt einfach um. So ein Scheiß. Ich glaube, da kann ich nicht lang gehen. Extreme Kälte registriert, Pathfinder. Relikte. Yeah. Ja, mehr gibt's ja aber auch nicht. Das da drüben, dann gibt's das da, aber... Ja, das mit dem Zerstörer lassen wir mal lieber sein, glaube ich. Im normalen Bereich. Vielleicht muss ich da irgendwann mal hin, wenn ich Level 100 bin oder sowas. Tilger. Ja gut, mit dem kann ich umgehen. Das ist kein Problem. Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Komm, geh in Deckung.
gibt's hier sonst noch? Nix, oder wie? Kommt man einfach nur hin, um sein Schild aufzuladen? Hä? Ist doch wichtig. Wieso kommt man hier hin, um sein Schild aufzuladen? Ist hier irgendwas? Ach, da. Meine an. Beinahe übersehen. Forschungsdaten. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Stimmt doch gar nicht, die sinken doch gar nicht. Die bleiben konstant bei minus 50 Grad. Ungefähr. Okay. Hehe, toll. Viecher. Erledigt, das ist ja unglaublich. So, der wird erledigt. Noch einer. Diese Erhaltungssysteme stehen kurz vor dem Ausfall. Natürlich. Schieß auch noch daneben. Und wieder daneben. Das gibt's doch nicht. Ich bin echt ein Meisterschütze. Diese Konsole aktiviert das Reinigungsschild. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Bevor dieser Ort uns umbringt, ist die Zeit. Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Mission. Überreste. Da hinten gäbe es halt noch diesen Zerstörer. Aber Kisten und sowas sehe ich nicht mehr. Vielleicht noch irgendwas mit dem Scanner? Für den Zerstörer ist einfach mein Level zu niedrig. Oh, dann müsste ich irgendwann später nochmal kommen. So, da ist nix. Und da auch nicht. Und da auch nicht. Okay, dann kommen wir, glaube ich. Wir können einfach, glaube ich. Laden wir noch kurz unser Ding auf, unsere Lebenshaltung auf. Die Waffen nach.
unbedingt mehr Munition, ganz ehrlich. Okay, bereit machen zum Rennen. Da kommt es! Los, los! Verstärkung! Was? Verstärkung? Ach, die Dinger. Fick dich. Toll. Die Schilde tun einem weh. Mann, die Sache verliert nie ihren Schrecken. Nichts wie raus hier. Na ja. Das war jetzt nicht so spannend. Also das Gewölbe auf Eos war spannender und interessanter. Das hier war irgendwie nur so ein kleiner... Ja, ich weiß nicht. Ich würde es jetzt irgendwie mit einem Schrein aus dem neuen Zelda vergleichen. Nur doch ein bisschen umfangreicher. Ja, so eine kleine Höhle irgendwie, ne? Nicht wirklich viel... Ja. Sieht aber nicht so aus, als ob man nochmal runter könnte. Würde ich das wohl im New Game Plus machen oder sowas? Pathfinder, die Lufttemperatur ist seit der Aktivierung des Gewölbes um 13 Grad gestiegen. Juhu. Aufgrund der geringeren Wolkendecke wird die Sonnenenergie dramatisch ansteigen. Unsere Leute können hier ein neues Leben beginnen. Ist das geil. Ist das geil. Das Geilste ist, ich kann endlich rumlaufen, ohne ständig von Ding zu Ding rennen zu müssen. Ohne mir ständig Sorgen um die blöde Lebenserhaltung Sorgen machen zu müssen. Bei 13 Grad ist immer noch recht kalt. Also 13 Grad gestiegen, minus 30 Grad ist Gefahrenstufe 1 gewesen. Beziehungsweise draußen war ja Gefahrenstufe 2, glaube ich. Pathfinder, vor uns liegt eine Reliktstätte, glücklicherweise mit aktiven Verteidigungssystemen. Wozu soll ich mir das angucken? Das. Okay. Das war ein beeindruckender Schuss, Joel. Man muss sich nur vorstellen, man würde auf das Gesicht des Archons zielen. Dann sind solche Schüsse ganz einfach. Guter Tipp. Danke. Da hat die echt noch nie dran gedacht. Wie sieht die Kette alle gleich aus? Dieser Ort eignet sich für einen Außenposten der Initiative Pathfinder. Genau das Ding habe ich gesucht. Kann man mal die Kampfmusik aufhören? Glückwunsch, Pathfinder. Das war eine echte Herausforderung. Wir brauchen dringend nützliche Wärmelampen für Direktor die neuen Zivilisten. Sie schauen nicht persönlich vorbei? Die Errichtung eines Außenpostens ist eine große Sache. Danke, aber ich verzichte. Mir sind klimatisierte Räume lieber als diese Extreme. Ernsthaft, Ryder. Gouverneurin Shai sitzt mir wegen dieses Außenpostens im Nacken. Wären die hiesigen Angara nicht an Bord, hätten wir ein Problem. Wir sind uns doch mit ihnen einig, oder? So viel sie auch erreicht haben, Pathfinder. Wir können es uns nicht leisten, unsere Nachbarn zu verärgern. Ja, ich glaube schon. Ich bin so vorgegangen, wie ich es für richtig hielt. Aber keine Sorge, wir wurden eingeladen.
Gut. Wir brauchen ein bisschen Lebensfähigkeit. Vor allem nach dieser Sache mit der Kit-Einrichtung. Keine Ahnung, ob es wohnt. Road hilft uns weiter. So kalt es dort auch ist, verbessert es doch die Chancen der Initiative. Aber sie müssen noch mehr finden. Wir sind natürlich niemals wirklich fertig. Der Kampf ums Überleben ist nichts, das einfach so endet. Außerdem wäre da noch etwas anderes. Es geht um eine formelle Angelegenheit. Um ein Statement für die Archive. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt dafür? Pathfinder war immer ein Symbol. Wie die Außenpostenflaggen im öffentlichen Bereich. Die Leute brauchen eine Verbindung zur Realität dort unten. Wenden Sie sich an sie, Pathfinder. Sagen Sie ihnen, was das hier für uns bedeutet. Wir übertreffen Erwartungen. Unser Abenteuer geht weiter. Ja, ich weiß nicht. Also, keine Ahnung. Sie müssen diesen Ort mit eigenen Augen sehen. Ich habe den Grundstein gelegt, aber es gibt hier noch so viel mehr zu entdecken. Bei Volt geht es nicht nur ums Überleben. Das wissen wir und das wissen die Angara. Es ist das Abenteuer, nach dem wir alle gesucht haben. Aufzeichnung abgeschlossen, Pathfinder. Erdessen Ende. Das war seltsam. Das war seltsam. Okay. Ich habe einen geeigneten Standort für einen HMS-Empfänger gefunden, Pathfinder. Der NAV-Punkt ist verzeichnet. Ah, die Musik ist ja mal voll nervig. Gar keine Cutscene oder sowas. Das ist schade. Hallo, Ryder. Hallo. Wir haben uns mit den Angaren geeignet. Ich habe gedacht, wir tun jetzt einfach einen Außenposten hin und dann war's das. Ja, hab da wohl was verpasst. Ich hab da wohl was verpasst. So. Weißt du was? Das Ding muss mal repariert werden. Ist hier irgendwo ein Außenposten? Nee, ne? Nee, scheinbar nicht. Ich glaube, ich muss mal hier vorbeigucken. Weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, ich muss da mal vorbeigucken. Vielleicht irre ich mich auch. Diese ständige Kampfmusik. Das ist ja wieder die zuckenden Grillen im Vorder 4. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Hallo. Wie geht's deiner Schwester? Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Immer noch Albträume? Das Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Halt die Schnauze, Sam! Ganz ehrlich, dieses dumme Kackding. Ja? Brauchen Sie weitere Informationen? Dann will ich Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Gut. Und benehmen Sie sich. Wir beobachten Sie. Ich glaube, ich muss mal den Spielstand neu laden. Wegen der Musik. Hoffen wir mal, dass es jetzt hilft. Ansonsten... Oh, toll. Du schläfst ein. Haben wir ständig Kampfmusik im Hintergrund. Klasse. Das ist ja genau das, was wir wollen, nicht wahr? Wie werde ich das jetzt wieder los? Spiel neu starten? Oh, scheiße. Ja, dann muss ich mal kurz ins Hauptmenü zurückgehen. Dann kriegt ihr das auch mal kurz zu sehen. Selbst im Hauptmenü kriege ich Kampfmusik. Das ist ja geil. Selbst im Hauptmenü kriegen wir Kampfmusik. Ah, sie ist weg. So, jetzt noch kurz warten, bis er die blöden Online-Verbindung hergestellt hat. Das muss man nämlich immer im Hauptmenü machen. Das ist so doof, dass man das nicht im Spiel machen kann. Und fortfahren. Das mit den Angara und dem Außenposten ist jetzt seltsam, ne? Ich habe da jetzt diesen blöden Außenposten aufgestellt, aber ich habe das Gefühl, ich hätte vorher nach Aya zurückfliegen müssen.
offiziell anerkennen zu lassen, dass wir Verbündete von den Angara sind. Weil wir haben ja eigentlich sind wir ja nach Voth gegangen, um mit Jaul gegen die Cat zu kämpfen, um damit zu beweisen, dass wir Verbündete sind von den Angara. Oder uns verbünden wollen mit den Angara. Jetzt müssten wir wahrscheinlich nach Aya zurück, dann mit der Gouverneurin reden und die würde wahrscheinlich sagen, ja, wir unsere beiden Völker verbünden uns. Oder beziehungsweise wir verbünden uns mit der Initiative. Und wir erlauben euch auch, einen Außenposten auf Voth zu bauen. Das habe ich jetzt einfach mal übersprungen, nehme ich an. Das ist wieder so eine Sache, das ist mir schon öfter aufgefallen, darüber habe ich auch schon mal geredet. Ja, irgendwie haben die Designer nicht vorhergesehen, dass man Dinge nicht nach Reihenfolge macht, die sie vorhergesehen haben. Das war bei Witcher 3 auch schon so und das ist bei vielen Spielen in letzter Zeit so. Dass man immer sagt... Ich hab's gesehen, deine Augen waren zu. Dass die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und sinken weiter. Weil die Spieldesigner immer eine Open World machen, aber sie rechnen irgendwie nicht damit, dass der Spieler tatsächlich die Open World auch nutzt und Dinge in einer komischen Reihenfolge macht, die sie nicht vorhersehen. Bei Witcher 3 zum Beispiel, da konntest du ganz oft ans Ende von einer Quest stolpern, indem du irgendeinen Ort besucht hast. Also es gibt normalerweise eine Quest, da musst du zu irgendeinem Ort gehen und dann da irgendwas töten. Es ging aber auch so ganz oft ab, dass du einfach zu diesem Ort hingegangen bist, ohne die Quest anzunehmen und dann halt Geralt so getan, als ob du die Quest angenommen hättest. Er hat zum Beispiel irgendwas gesagt, so, das muss der Ort sein, von dem der und der gesprochen hat und du hast nie mit ihm gesprochen. Das ist oft so gewesen in Witcher 3 und das ist hier eben auch das gleiche Problem, habe ich das Gefühl. Du machst Dinge nicht in der Reihenfolge, die Designer vorhergesehen haben. Also ist alles ein bisschen komisch. Ich sag ja, lineare Spiele sind einfacher zu machen und eigentlich besser. Finde ich. Das hat man auch bei den Inquisition-DLCs gesehen, Abstieg und Eindringling. Die waren viel besser als das Hauptspiel, weil sie linear waren. Gut, die Gefahr ist vorüber. Begeben Sie sich zum Einsatzziel. Haben Sie Fragen? Ein paar... Schatzsucher haben diese Karte vom alten Vault gefunden. Sie wollten, dass sie sie bekommen. Wir dachten, wir hätten sie verloren, als der Dar niederbrannte. Diese Details. Mit dieser Karte könnten wir Angriffe über alte Handelsrouten planen, die nicht einmal die Cat kennen. Wer immer ihnen das gegeben hat, verdient unseren Dank. Und sie auch. Ich denke, ich habe genug Informationen. Falls Sie noch etwas brauchen, finden Sie mich hier. Okay. Können wir jetzt noch mit der Kommandantin reden? Loxil? Verdoppeln! Sie haben meine Kämpfer aus einem Arbeitslager der Cat rausgeholt. Ich hatte sie schon fast aufgegeben. Entschuldigen Sie meine ablehnende Haltung bei unserem letzten Gespräch. Es ist schwer, Aliens zu vertrauen, vor allem nach den Ereignissen mit den Cat. Keine dunklen Sterne. Was? Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich verstehe Ihr Verhalten. Danke. Bevor Sie gehen, kann ich Ihnen sonst irgendwie helfen? Wie halten Sie sich gegen die Cat? Es ist nicht einfach. Wir hatten Erfolge, aber wir sind nur eine kleine Truppe. Zu klein. Hat Ephra keine Rekruten geschickt? Die meisten von ihnen sind jung und nicht ausgebildet. Um die Cat zu besiegen, brauchen wir Sanitäter, Techniker und erfahrene Kämpfer. Dann werden Ryder und ich helfen. Werden wir? Wenn der Commander Rekruten braucht, werden wir welche finden. Ich bin ein Fremder. Wie könnte ich jemanden überzeugen, sich Ihrem Widerstand anzuschließen? Sie mögen fremd sein, aber Jaul ist ein erfahrener und leidenschaftlicher Soldat. Er hat schon in vielen von uns den Kampfeswillen geweckt. Jaul hat recht. Wir können die Leute finden, die sie brauchen. Ich nehme mit Freuden jeden auf, den sie mir schicken. Ich danke ihnen. Ihnen beiden. Wie lange gibt es den Widerstand schon? Fast so lange wie die Cat. Nach der Vernichtung unseres Militärs haben die Zivilisten den Kampf selbst in die Hand genommen. Sie haben mit letzter Bemühung den Widerstand gegründet, um unsere Heimat zurückzuerobern. Es scheint zu funktionieren. Erst seit Ephra die Führung übernommen hat. Seine Taktiken haben uns den Vorteil gegen die Cat verschafft, den wir gebraucht haben. Aber selbst jetzt sind wir noch weit von einem Sieg entfernt.
Wieso nennen die sich eigentlich selber der Widerstand, wenn sie doch eigentlich gar nicht, gar keinen Widerstand leisten? Also normalerweise nennt man sich doch selbst nur Widerstand, wenn man irgendwie gegen ein Regime vorgeht, das sich etabliert hat, oder gegen eine Regierung oder sowas. Ja, wenn man im Untergrund arbeitet oder so. Und man, aber die arbeiten ja weder im Untergrund noch arbeiten sie gegen die eigene Regierung vor oder sonst irgendwas. Und die Kette haben ja auch noch nicht gewonnen, sondern es ist ein offener Krieg. Das Militär wurde besiegt, wie sie gesagt hat, aber die Bevölkerung kämpft weiter. Das ist doch auch kein, das ist doch dann kein Widerstand, sondern das ist ganz normaler Krieg. Das ist doch dann ganz normaler Krieg. Bürgerkrieg vielleicht. Aber es ist ja auch nicht gegen das eigene Volk, also auch kein Bürgerkrieg, sondern es ist gegen eine eigene, gegen eine fremde Rasse. Also quasi gegen eine fremde Nation. Das Militär gibt's nicht mehr, aber die Zivilisten kämpfen weiter. Das ist doch kein Widerstand, sondern das ist, das ist doch einfach nur ganz normaler Krieg. Ich verstehe die Bezeichnung Widerstand, ehrlich gesagt. Ich finde die ein bisschen, beziehungsweise ich kann verstehen, warum sie sich so nennen. Ich finde sie nur unpassend. Ich habe Ephra kennengelernt. Er ist interessant. Er hat noch nie einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Er kann streng sein, aber er ist genau das, was der Widerstand braucht. Ephra hat aus einer verstreuten Bande von Zivilisten eine effektive Armee gemacht. Unsere Erfolge gegen die Cat verdanken wir ausschließlich seiner Führung. Die meisten scheinen ihm sehr viel Respekt entgegenzubringen. Weil er alles für sein Volk tun würde. Und dasselbe inspiriert er auch in uns. Wir teilen vielleicht nicht immer Ephras Meinung, aber wir würden ihm bis ans Ende der Sterne folgen. Das wäre vorerst alles. Sie finden mich hier, falls Sie Fragen haben. Ich überlege gerade, ob es klug wäre, den Helm wieder abzunehmen. Also, ob das unterdessen passen würde, den Helm wieder abzunehmen, weil, wir brauchen die, also, brauchen wir den eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Das wäre bei Gameplay. Genau. Aus in Gesprächen, aus in Gameplay und Gesprächen. Kannst du einfach mal so machen. Das wäre dann eine Standardeinstellung. Bisschen seltsam mit ihr, aber naja, was soll's. Ich wurde informiert, dass die Vorratslieferungen wieder durchgeführt werden und darüber, was sie verhindert hatte. Danke für Ihre Hilfe, Pathfinder. Ja, bitteschön. Joel, mein Freund! Okay, das war das. Ach, da ist noch eine Quest, okay. Und ansonsten haben wir hier noch die Cat-Basis auskundschaften. Nilsch und sein Team, das sie aus der Gefangenschaft der Cat befreit haben, sind Widerstandskämpfer. Sie wollen die Cat vernichten. Nilsch hat herausgefunden, dass sämtliche Cat-Missionen vom Planeten von ihrer Operationsbasis auf dem Berg geleitet werden. Sie versorgt außerdem den Schild, den Zugang zu der angaranischen Stadt blockiert, mit Energie. Uxil, Nils Schwester, hilft ihnen, das Passwort für die Cat-Operationsbasis zu entschlüsseln. Genau, und ansonsten gäbe es hier noch medizinische Vorräte deponiert, das ist aber auch hier oben eigentlich. Medizinische Vorräte deponiert, das ist irgendwie verpackt. Also hier habe ich sie schon deponiert, hier habe ich sie auch schon deponiert, hier noch nicht. Empfänger auf Volt aufstellen können wir noch machen, theoretisch, und wir müssen noch mit Prior Blake sprechen. Aus dem Posten von Volt meldet das Verschwinden von Wissenschaftlern. Da fällt mir gerade auf, dass ich mich gar nicht entscheiden konnte, ob das jetzt Wissenschaft oder militärisch sein soll. Beim ersten konnten wir uns noch entscheiden und sie haben gesagt, das ist eine wichtige Entscheidung. Vom ersten Außenposten, also der erste Außenposten, beziehungsweise die erste Entscheidung eines Außenpostens ist die wichtigste. Aber das hat impliziert, dass es noch weitere geben wird. Aber nö, das war jetzt einfach nur, ja, du gibst. Haben wir den Außenposten aufgestellt, da kam nicht extreme mal mehr eine Cutscene oder sowas, das war einfach nur, also keine Zwischensequenz oder so, sondern einfach nur, ja, jetzt haben wir den Außenposten aufgestellt. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Lebenserhaltung ist wieder online. Kann ich hier jetzt nicht auf die Dinge zugreifen, auf das Terminal? Steht da nicht noch irgendwas Tolles jetzt? Genau, Unterlagen aus dem Archiv der Initiative werden ergänzt. Angie Garson, Direktorin der Präsentation von Habitat 6 in öffentlichen Medien.
Sehr geehrte Direktorin des Direktoren Garsten, ich habe einige Vorschläge zu unseren aktuellen Plänen, Habitat 6 als Strandparadies zu präsentieren. Eine schnelle, unwissenschaftliche Umfrage innerhalb meiner Abteilung zeigt, dass die meisten Habitat 6 bereits als lebhaftes Strandresort ansehen. Eine Art Ibiza oder Mykonos. Weiße Sandstrände, Partys, Cocktails mit kleinen Sonnenschirmen. Das ist ein Urlaub, kein Ort, an dem man lebt und atmet und Kinder großzieht. Da die geologischen Berichte und auf ein gemäßigtes Klima hinweisen, eher Cape Cod als Aruba, schlägt mein Team eine laterale Änderung der Denkweise vor. Schwenken wir um auf ein paar Familienpicknicks, Sandburgen, Ferienhäuser, Labradore, Familienglück am Meer. Kommentare gerne. Aha. Gut. Also. Wir haben hier verschwundene Wissenschaftler. Wir müssen den Empfänger Volt aufstellen und wir müssen die Basis der Cat infiltrieren. Quasi. Und dann sind wir eigentlich auf Volt fertig. Wir sind nämlich schon bei 85%. Seltsam, dass wir uns da nicht entscheiden konnten, dass es keine Cutscene kam, sondern dass es relativ plötzlich hier. Dass hier relativ plötzlich die Entscheidung kam, ja, jetzt ist hier. Beziehungsweise, dass hier relativ plötzlich die Basis erschienen ist. Bisschen komisch. Noch dieses, wir haben uns mit den Angara geeignet, einigt. Lisana okay, Telesso. Was sagen Sie dazu? Von hier nach Eladen in 3 Stunden und 42 Minuten. Gar nicht mal so schlecht. Sagen Sie nicht? 3 Stunden und 18 Minuten. Verdammt. Yes. Ich habe also tatsächlich die Ehre, den Pathfinder kennenzulernen, der das alles hier möglich gemacht hat. Mein Name ist Lisanna Telesso. Hallo. Und dank Ihnen habe ich den besten Job der gesamten Galaxie. Und der wäre? Ich bin Eisfliegerin. Ich darf der Geißel ausweichen und den Cat entkommen, um die Kolonien mit Wasser zu versorgen. Noch aufregender geht's doch gar nicht. Sie stellen sich der Gefahr, um das Leben aller zu verbessern. Kein Wunder, dass Sie Ihren Job lieben. Naja, wenn man es so ausdrückt, ist Ihrer ja eigentlich ziemlich ähnlich. Naja. Man sieht sich. Passen Sie auf sich auf. Keine Chance. Wo bleibt denn da der Spaß? So, darf ich jetzt nochmal mit ihr reden, ohne davon gequetscht zu werden? Hey, Pathfinder. Aber das gibt's doch nicht. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? Ich war Pilotin in der Citadel-Flotte, bis mir langweilig wurde und ich was Neues machen wollte. Die Initiative klang, als wäre sie genau mein Ding. Ich war eine der Ersten, die sich verpflichtet hat. Okay, aber wie sind Sie in diesem Außenposten gelandet? Indem ich gefragt habe. Ich bin direkt in Priyas Büro marschiert und habe ihr erzählt, dass sie keine bessere Pilotin als mich finden wird. Ich sagte ihr, es wäre mir egal, dass die meisten Leute im Außenposten früher bei der Allianz waren. Ich wollte einfach dabei sein. Und das war's. Seitdem hat sie mich an der Backe. Das ist interessant, das ist eine Asari mit einem anderen Gesicht als alle anderen Asari. Das ist mir nämlich schon aufgefallen, dass alle Asari in dem Spiel dasselbe Gesicht haben. Sie nicht. Sie hat ein anderes. Sie bauen also Eis ab und nutzen es als Wasserquelle. Ziemlich clever. Ich bringe Eisblöcke zu Nexus, nach Eos. Einmal bin ich sogar für die Angara nach Havarl geflogen. Apropos, als ich dort war, hat es sich irgendwie so angehört, als gäbe es Probleme. Die Ach, Angara was? Waren jedenfalls ziemlich nervös. Sie sollten vielleicht mal nachsehen, was los ist. Nee, wirklich? Ich bin schon durch die Geißel geflogen. Es ist alles andere als einfach. Aber genau deshalb macht es ja so viel Spaß. Ich muss meine Routen anpassen, um ihr auszuweichen. Das ist, als würde ich sie überlisten. Richtig knifflig wurde es bisher aber eigentlich immer nur, wenn ich ihr so nahe gekommen bin, dass sie mein Navigationssystem lahmgelegt hat. Einmal bin ich sogar komplett blind bis zur Nexus geflogen.
Nie im Leben. Das schafft niemand. Hey, es gibt einen Grund, warum ich die beste Pilotin der Citadel war. Ach, war sie das? Warum kriege ich sie nicht als Pilotin für meine Tempest? Ich will sie als Pilotin für meine Tempest. Klingt besser als Kello. Passen sie lebt auf sich auf. Keine Chance. Wo bleibt denn da der Spaß? Sorgen Sie dafür, dass sich Fumoyoku von den anderen fernhält. Ich habe keine Lust, dass er überall miese Stimmung verbreitet. Fumo wer? Fumo wat? Freut mich, Sie kennenzulernen, Pathfinder. Priya Blake, Captain des Außenpostens Tarf Uni. Gut, dass Sie hier sind. Ich dachte schon, wir wären bei dieser Sache auf uns gestellt. Ja, was? Was ist los? Haben Sie Probleme mit den Cat? Nein, zumindest glaube ich das nicht. Einige meiner Bohrtechniker sind während einer Forschungsexpedition westlich von hier verschwunden. Wir haben versucht, sie per Funk zu kontaktieren, aber die einzige Antwort war Rauschen. Aha. Wissen Sie, wohin Sie wollten? Ich kenne die Route, aber wir haben auf halber Strecke Ihr Tracking-Signal verloren. Ich weiß nicht, wie weit Sie gekommen sind. Und Ihre Forschungsnotizen haben uns auch nicht weitergebracht. Die Daten sind beschädigt. Wir haben also keinerlei Spuren. Es ist meine Aufgabe, für die Sicherheit dieser Leute zu sorgen. Und was mache ich? Ich lasse sie einfach im Stich. Verlieren Sie nicht die Hoffnung. Ich werde Ihre Leute finden. Wenn Sie das sagen, glaube ich es sogar. Ihr Forschungslog ist im Labor. Vielleicht kann ja Ihre KI die beschädigten Daten wiederherstellen und daraus einen NAV-Punkt ableiten. Im Westen. Wir wollten eigentlich nach Osten. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass uns die Angara erlaubt haben, hier einen Außenposten zu errichten. Ein Teil des Eises, das wir hier abbauen, geht an ihre Blockadebrecher, die es anschließend zu Widerstandsbasen überall im Cluster bringen. Wasser für ihre Soldaten. Richtig. Es ist ein gutes Gefühl, etwas zum Kampf gegen die Cat beizutragen, so gering dieser Beitrag auch sein mag. Hm. Mir ist klar, dass wir hier Fuß fassen wollen, aber welches Interesse hat die Initiative an Vault? Sehen Sie sich um. Was sehen Sie? Eis. Eis? Unmengen an Eis. Wasser. Vault ist eine riesige, unerschöpfliche Wasserquelle. Wir sind stolz darauf, der Initiative als ihre ersten Eisflieger zu dienen. Wir bauen das Eis hier ab und beliefern damit Kolonien, in denen Wasserknappheit herrscht. Wie beispielsweise auf Eos. Ja, und sogar die Nexus. Je mehr Leute aus dem Kryoschlaf geholt werden, desto mehr Ressourcen werden wir brauchen. Unsere Eisflieger stellen sicher, dass Wasser niemals ein Problem sein wird. Hm. Schlau. Ja. Sie haben sich für Ihren Außenposten einen ganz schön komplizierten Namen ausgesucht. Er stammt aus dem Shelesh, der Sprache der Angara, und bedeutet gemeinsam nach vorne. Er steht für die engen Beziehungen zwischen uns und den Angara hier auf Vault. Freut mich, dass Sie so gut zusammenarbeiten. Das hier ist Ihre Welt. Aber dank Ihnen haben Sie uns genug vertraut, um uns auf ihr einen Platz zuzugestehen. Meine Aufgabe ist es jetzt, diese Bande zu festigen. Wir werden unser Bestes geben, um Ihr Vertrauen in uns zu rechtfertigen. Bis wir den gesamten Planeten überleben dürfen, durch Diplomatie. Waren Sie auch bei der Allianz? Ja, ich war 10 Jahre Allianz-Offizierin, bevor ich genug davon hatte, nur eine Schachfigur in den Machtspielchen des Rates zu sein. Als ich dann von der Initiative hörte, dachte ich mir, sie wäre genau der Neuanfang, den ich brauchte. Eine Chance, wirklich etwas zu bewirken. Ich war früher auch bei der Allianz. Haben Sie sie je vermisst? Ich würde diese Entscheidung immer wieder so treffen. Aber wenn ich sehe, wie der Widerstand gegen die Cat kämpft... Sagen wir einfach, ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Waffe wirklich für immer an den Nagel gehängt habe. Ah ja. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Kommen Sie wieder, falls Sie etwas brauchen. Einmal Soldat, immer Soldat. Okay. Grüner Himmel. Modell einer turianischen Fregatte. Och, ist das niedlich. Ist das niedlich. Wie tief mussten die Bohrtechniker graben? Sie sind schon bei 30 Metern, aber bisher hat sich die Temperatur noch nicht verändert. Dieser verfluchte Eisball.
Ach so, er ist der, der die schlechte Laune verbreitet. Pathfinder, willkommen auf dem malerischen Vold. Ich hoffe, Sie genießen die Aussicht. Im Osten Eis, im Westen Meereis. Sie sind unzufrieden, das höre ich aus Ihrer Stimme heraus. Wenigstens sind Sie nicht mehr in der Kältekammer, oder? Sehen Sie sich um. Das hier ist eine Kältekammer. Aber ich werde diese Eishölle ertragen, wenn ich dadurch meine Forschung abschließen kann. Ja, es sollte auf Volt ja irgendwann wärmer werden, ne? Wissen Sie, bevor ich das Gewölbe aktiviert habe, war es hier noch schlimmer. Das habe ich gehört. Ich bin froh, dass ich nicht dabei war. Wie wird es hier wohl in 10 Jahren aussehen, wenn das Gewölbe genügend Zeit hatte, um wirklich etwas zu verändern? Meinen Sie, es wird Ihren Ansprüchen genügen? Zu meinen Ansprüchen gehören ein Strand und eine gesunde Portion Sonne. Aber warten wir es ab. Woran forschen Sie? Ich untersuche Methoden zur Nutzung geothermischer Aktivität als Energiequelle. Ob Sie es glauben oder nicht, die Oberfläche von Volt ist ein Labyrinth von aufgeheizten Geothermalschloten. Sie sorgen dafür, dass der Planet nicht völlig unbewohnbar wird, aber nur knapp. Und Sie können das als Energiequelle nutzen? Das hoffe ich. Die Angara machen angeblich etwas Vergleichbares, aber sie lassen mich nicht in die Nähe davon. Darum bin ich entschlossen, allein eine Lösung zu finden. Ich brauche im Moment nichts. Erfrieren Sie da draußen nicht. Jo, selber. So lassen die Angara ihn nicht in die Nähe von ihrer Forschung. Vertrauen sie uns immer noch nicht vollkommen? Oder mögen sie ihn einfach nicht? Das. Alter. Dann niemand eine Stunde da und schon ist alles dreckig. Überall liegt Papier rum. Das ist aber ein kleiner auf dem Posten. Also der in Eos ist größer. Auf Eos. Enthält den Prototypen eines manuell geführten Eisbohrers. Dann entwickeln Sie also eine tragbare Bohrmethode. Clever. Wie oft hat er jetzt eigentlich schon clever gesagt? Ella hat die möglichen, die nicht gefundenen Probenstätten auf einem einzigen Radius eingeschränkt. Wir werden zu der Stätte Fehler und genug Proben für Ihre Tests nehmen. Programmiere Gerät mit Nachpunkt Fehler, Ende des Logs. Sam, kannst du mit diesem Chaos irgendwas anfangen? Analyse läuft. Anscheinend stammt der Großteil ihrer Daten von einem einzigen NAV-Punkt. Aktualisiere jetzt. Lassen Sie uns ein paar ziemlich verfrorene Techniker retten. Wenn ihr das so sagt, dann könnte man ja meinen, das macht schon Spaß. Wo sind die denn? Wir haben sie nach Westen geschickt. Oben ist Norden. Unten ist Süden. Da ist Osten. Da ist Westen. Wir haben sie nach Westen geschickt. Ja gut, wer sagt, dass da oben Norden ist, ne? Der Kompass sagt's. Der Kompass sagt's. Ja. Wir haben sie nach Westen geschickt, also sind sie im Osten. Kein Wunder, dass sie den Kontakt verloren haben.
Ist das blöd. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Fahren muss, ob ich hier hoch muss oder nicht. Ich bleibe von dem blöden Gegner vor uns! Was bist du denn? Hallo? Hallo? Toll. Kackteile. Was? So, ein Empfänger ist schon mal in Position. Jetzt sollten die Leute hier die aktuellsten Neuigkeiten von der Nexus erhalten. Was? Ich hab gedacht, das ist immer so ein kleines Ding, das er kurz aufstellt. Er holt sich so ein Riesending. Wo hat er das denn versteckt? Die Bauarbeiten und Reparaturen an verschiedenen Teilen der Nexus gehen auf unbestimmte Zeit weiter. Besucher werden gebeten, die betroffenen Bereiche zu meiden. Das war HNS. So bescheuert, ey. Zieht er sich so ein Ding aus der Hose. So. Okay. Also wir müssen jetzt eigentlich noch die Wissenschaftler holen, aber wir können ja auch die Kettbasis infiltrieren. Können wir da hoch? Das ist ein Leiter. Ja, gut. Ich meine, wir können hochklettern, aber nicht mit der Leiter.
Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Ich registriere einen Temperaturabfall. Stören wir die, wie ist die Präfektin oder den Präfekt oder wie auch immer das heißt, der bei Wachen ist. Das wäre was. Das heißt eigentlich der Präfekt, aber es ist eine Sie. Muss es nicht die Präfektin sein? Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Minus 41 Grad. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Ist denn hier, war ich auch schon mal. Wir sind vorbeigefahren. Und wir sind hier vorbeigefahren und da waren ganz viele Cat. Jetzt sind wir wieder hier und jetzt sind sie weg. Ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen. Wenn man an Orten einfach vorbeifährt, dann sind die Gegner nicht mehr da. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Also wenn man anhält, dann kann man die bekämpfen, aber wenn man einfach weiterfährt, dann kommen die nicht wieder. Das ist ja blöd. Also dass sie nicht wiederkommen, ist nicht blöd, aber dass die verschwinden, wenn man vorbeifährt quasi. Wenn man sie tötet, sie kommen nicht wieder. Das finde ich gut, aber wenn man sie vorbeifährt und sie kommt nicht wieder. Das ist ja bescheuert. Sieht aber gar nicht gesund aus. Terminals, oder? Kann ich die nicht aktivieren? So geht das nicht. Warum wird das jetzt ein interessanter Ort markiert, aber hier ist nichts? Das verstehe ich nicht. Hier sind die ganzen Terminals und sowas, aber hier ist nichts. Komisch. So kommen wir in die Cat-Einsatzzentrale. Wie? Da unten oder hier oben? Also ich sah so, dass er irgendwie eine Schlucht wäre oder so. Alter!